Willkommen zurück auf unserem Community-Server. Heute gibt es eine richtig, richtig große Einkaufstour. Ich werde einige neue Maschinen und Fahrzeuge kaufen. Und ja, ihr seht es da oben am Kontostand. 738.000. Und woher kommt das ganze Geld? Ja, der Silagepreis ist aktuell immer noch richtig, richtig gut. Mit 347 Euro die Tonne. Und wir haben hier das Silo auch jetzt angefangen zu lernen. Von der anderen Seite ist auch schon ein Teil draußen. Und ja, haben da jede Menge Silage verkauft, was richtig, richtig viel Geld eingebracht hat. Und um besser arbeiten zu können, werden jetzt einige Investitionen getätigt. Was wird alles gekauft? Und warum wird es gekauft? Als allererstes gibt es mal einen großen Traktor. Und zwar war das der hier, den ich mir rausgesucht habe. Warum genau dieser Traktor? Ja, er hat ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben hier Traktoren, die hier, die gehen so mit 350 PS los. Die kosten alle so 350.000. Und ja, der ist dann schon teurer, der ist ein bisschen günstiger. Und der ist eigentlich in derselben Preiskategorie, hat aber einfach mal 60, 70 PS mehr. Deshalb haben wir uns für den hier entschieden. Jetzt muss ich aber noch mal kurz schauen, nicht, dass es den im Angebot gibt. Den hier gibt es im Angebot, okay. Ja, aber der ist... Was kann man denn da machen? Den gibt es nur mit Zwillingsbereifung, oder wie? Okay. Damit fällt er schon mal raus. Heißt, wir kaufen tatsächlich den hier. 346.000. Konfigurieren. Warte mal. Wäsche mit Fronthydraulik, wenn es geht. Wenn nicht, dann halt ganz viel Gewicht. Anhängekupplung. Dreipunkt oder Anhänger. Motorausführung lassen wir. Vorgewendemanagement kaufen wir. GPS kaufen wir dazu. Kennzeichen. Ja, warum nicht unser Standardkennzeichen? Jetzt kann ich schreiben. So, R, G, A. 1, 2, 3, 7. Okay. Mit Kennzeichen. Wunderbar. So, jetzt können wir da kein Frontgewicht hinmachen. Punkt. Aber das ist doch immer da unten. Da kommt doch jetzt nichts Zusätzliches von Anhänger dazu. Ich verstehe die Auswahl nicht so ganz. Okay. Wenn wir vorne nichts hinmachen können, dann machen wir das standardmäßig einfach ein riesen Frontgewicht hin. Und dann haben wir damit einen großen, leistungsstarken Ackerschlepper, der einiges ziehen kann. Muss hier vorne jetzt auch nichts dran sein, dafür haben wir andere Traktoren. Kostet dann insgesamt 366.000. Kaufen. Bum, bum. Da ist er da. So, das war Investition Nummer 1.
Und es folgen weitere. Drei weitere habe ich aktuell noch im Kopf. So, jetzt muss ich hier noch mal schauen. Genau, Pflegebereifung hat er drauf. Wunderbar. Wir brauchen einen Traktor mit Pflegebereifung, womit wir aufs Feld fahren können zum Düngen spritzen, wenn man da durch die Fahrgassen durchfährt. Und da kommt er eigentlich ganz gelegen hier. Ist klein, günstig, kostet in der Ausführung 116.000. Und ja, warum nicht? So ein alter MF 3670. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob es genau die Variante ist. Oder von der Typenbezeichnung minimal anders, aber es sieht schon so aus. Ich glaube, den bin ich schon in Realität gefahren. Den werden wir jetzt auch kaufen. Und dann geht es weiter. Wir brauchen noch weitere Geräte. Größere Geräte. Und zwar 6 Meter, 6 Meter. Das sind alle Unterschiede. Größerer Korntank. Die hat einen kleinen Korntank. Noch kleiner wie die hier. Und ja, hat zwar 2 Meter mehr, aber das hilft uns dann auch nichts. Es gibt ja noch größere, ja. Aber so Riesensämaschinen bin ich dann jetzt für die aktuelle Map hier nicht so der Fan davon. Das heißt, es wird diese hier. Die werden wir uns jetzt auch kaufen. 3-Punkt-Anhängung, Kennzeichen natürlich kaufen. Somit ist die dritte Investition getätigt. Oh. Ich sage es einfach mit Dialekt. Wenn ich es ohne versuche, dann wird es eine Katastrophe. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt. Und zwar Forstmaschinen. Ich glaube, der hier. Mal kurz schauen, was da die exakten Unterschiede sind. Bisschen gewichtstechnisch. Der ist günstiger, der ist teurer. Gibt es noch irgendwas anderes? Es gibt noch den Selbstfahrer, oder? Genau, der hier. Aber mit 216.000 und dann als Selbstfahrer kann auch nicht irgendwie übel mehr laden. Das sind wir doch einfach mit einem gezogenen hinter einem Traktor dran viel besser bedient. Kann ich konfigurieren, ja. Drei Reifen und das war's dann auch schon. Kostet 45.000. Der sieht doch optisch länger aus, oder? Stehen jetzt leider keine Maße dran. So rein von den Reifen her. Der sieht schon kürzer aus. Der ist ein bisschen flacher. Kann minimal weniger laden. Dafür ein paar längere Stämme. Ich würde den hier kaufen. So, und ja, nachdem ich jetzt eine Forschmaschine gekauft habe, wisst ihr sicherlich auch schon, was das Ganze bedeutet. Ich habe übrigens noch eine Seilwinde. Wollen wir uns die direkt kaufen? Ich glaube ja.
Jetzt habe ich immer noch 139.000 auf dem Konto. Und jetzt müssen wir die ganzen Maschinen mal abholen. Da stehen sie. Unsere schicken neuen Maschinen. Ja, einen großen, leistungsstarken neuen Traktor. Dann einen mit Pflegebereifung. Eine Sämaschine, damit sie mal zukünftig schneller beim Säen. Und hier zwei Geräte für den Wald. Warum zwei Geräte für den Wald? Ja, wir werden tatsächlich so ein bisschen in Richtung Forst einsteigen. Zum einen haben wir doch hier an Feld 69, der eine oder andere erinnert sich, da oben Bäume, die bald eventuell so weit sind, dass wir die ernten können. Und zusätzlich haben wir dann auch noch vor uns einen Wald zu kaufen. Damit können wir dann jetzt schon, wenn wir den Wald gekauft haben, mit der Sämaschine, mit der Säge, mit der Kettensäge Holzbäume fällen, hiermit aufladen und verkaufen. Und später können wir uns dann direkt einen Harvester kaufen. So, jetzt würde ich sagen, steigen wir hier mal auf. Ui, war das hier ein Fehlkauf? Warum komme ich denn nicht in die Kabine rein? Oder habe ich hier irgendwas falsch eingestellt? Nö. Da komme ich auch nicht in die Kabine rein. Warum geht es nicht? Dann muss ich gleich mal schauen. Wir hängen jetzt erstmal hier die ganzen Maschinen an und fahren dann die Runde zum Hof. Den schiebt man gleich rückwärts weiter. Ne, warte. Seilwinde müssen wir von der Seite anhängen. Ist auch jetzt im Winter die perfekte Zeit, um ja, in den Wald zu gehen und dort zu forsten. Weil wir im Winter nicht so viel anderes zu tun haben. Ich muss doch mal kurz nach der Einstellung schauen. Okay, ich habe es noch nicht verstanden. Ich komme einfach nicht in die Cockpit-Ansicht. Aber ansonsten alles richtig schick hier. Ja. Da ist Leistung da. Und da würde ich sagen, lasse ich ab hier den Helfer mal voll mit dem fahren und wir fahren mit dem anderen runter. So, einmal ab Richtung Hof. Viel Spaß, bis gleich. Und wir schnappen uns den hier und steigen da ein. Sämaschine hier anhängen. Und dann können wir mit dem Kätzchen nach Hause schnurren hier. Das ist ein hübsches Gefährt, oder? Was sagt ihr dazu? Was ist eure Meinung zu meinem Einkauf jetzt? Ja? Ehrlicherweise konntet ihr relativ wenig mitentscheiden. Aber eventuell könnt ihr das beim nächsten Mal. Denn mit der größeren Maschine hier jetzt können wir nach und nach alle Maschinen ein bisschen größer werden lassen. Anhänger, Pflug, Rupper, was da halt so alles gibt, was man da so alles braucht. Und ja, wenn ihr da Vorschläge habt, was wir da kaufen sollen, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Dann kann ich das
mit berücksichtigen, wenn ich dann den nächsten Einkauf tätige. Und ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr schätzt, welches Waldgrundstück das wir kaufen werden. Ich kann vielleicht dazu mal kurz zeigen, was aktuell verkauft ist und was nicht. Soweit, also hier in der Südhälfte ist soweit alles verkauft, hier ist noch frei. Und dann hier oben, da ist halt ziemlich viel Wald. Das ist soweit alles noch frei und zu haben hier. Ja, einfach mal so den Bereich beschreiben, den ihr denkt, der es wird. Und schreibt es in die Kommentare. Und ich fahre jetzt hier einfach meine Maschinen voll heim und dann können die auch direkt zum Einsatz kommen. Für dieses Video soll es aber gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. So, kleiner Nachtrag. Ich bin hier schon fleißig am Arbeiten. Ich komme jetzt ins Cockpit rein und kann euch das Cockpit zeigen. Hier haben wir die wunderhübsche Konsole. Da muss ich rein, hätte ich jetzt fast vergessen hier. Und den Massey Ferguson können wir uns gleich auch von innen anschauen. Woran ist es gelegen? Ja, dieser Traktor und der MF, die sind, also die haben Getriebe, was man schalten kann selbst. Nicht nur Automatik. Und da hat einfach eine Tastaturbelegung von mir kollidiert. Aber es ist schon echt witzig, dass einmal dann die Hoheit an der Tastatur liegt und beim nächsten Mal am Lenkrad. In dem Fall ist die Hoheit am Lenkrad und muss ich jetzt eine neue Tasche belegen und damit geht's jetzt. Sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, wir springen mal kurz in den MF und schauen uns den auch noch direkt an. Der steht unten in der Halle. Da. Ab ins Cockpit hier. Ja, schön mit Knauf zum Drehen. Kleiner Kindersitz, Beifahrersitz. Also das da an der Säule hatte er nicht. Mit dem, wo ich schon mal gefahren bin. Aber hier unten die Schalthebel. Oder da vorne der Schalthebel, da die bisschen Ausschalthebel. Zapfwelle, das ist eigentlich genauso. Schönes altes Armaturenbrett. Man kennt's, mit den schönen Lichtchen dran. Ja. Klima hat er. Nee. Ist keine Klima, das ist nur Lüftung, Kälte, Heizung, genau. Genau, das wollte ich euch noch zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Tis. Ciao, ciao.